Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe, mit einer sommerlichen Ausgabe 2022 sozusagen, sind wir ja mittendrin. Der Juni hat schon längst begonnen, schon fast wieder rum. Wie auch immer. Und heute habe ich eine junge Sängerin bei mir im Interview. Ihr habt sie vielleicht letzten Sonntag bei der ersten Sendung von Immer wieder Sonntags bei der Saisoneröffnung sozusagen vielleicht gesehen. Und sie kommt aus Bayern, aus Coburg ist sie zu Hause, so hat sie mir gerade verraten. Ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen, Luna Klee. Grüße dich. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, immer wieder sonntags, das war jetzt so deine große Fernsehpremiere, kann man sagen. Du hast hier deinen Blick vorgestellt, ein Titel von aus dem Film La Boom, und der hieß In Your Eyes oder Your Eyes, genau. Und wie es jetzt da dazu kam, das werden wir jetzt heute alles gleich erfahren. Wie war es denn bei Immer wieder sonntags zunächst mal? Total, total schön. Also ich habe mir das, also es ist besser tatsächlich gewesen, als ich es irgendwie gedacht hätte. Also es war alles so unglaublich lieb und ich wurde an die Hand genommen und wurde so vieles gezeigt. Heißt, ich hatte wirklich, ich brauchte überhaupt keine Angst, irgendwas haben, weil wirklich das ganze Team, alle Künstler, alle Leute, die da waren, so wirklich total lieb waren und total nett, und es war total schön. Ja, also war eine schöne Sendung in der neuen Kulisse natürlich. Also da ist einiges jetzt, hat sich verändert sozusagen, was jetzt Location angeht. Aber der Inhalt im Großen und Ganzen gleich geblieben, sind die alten, in Anführungsstrichen, alten Hasen dabei, aber natürlich auch die Newcomer. Und da zählst du ja dazu, aber ich glaube, du wirst deinen Weg da schon gehen, denn es sind einige Zeichen da schon gesetzt. Man wird in Kürze auch ein Album erwarten können. Aber jetzt, wie gesagt, wie es dazu kam, das darfst du jetzt mal erzählen. Ich glaube, es war 2021, wo es einen großen Wettbewerb gab. Erzähl mal. Richtig. Im November 2021 hat die Super-Elo ein Casting ausgeschrieben, und zwar den Schlagerstar von morgen. Und tatsächlich haben meine Großeltern die Super-Elo schon total lange abonniert, denn die haben vorher in Brandenburg gewohnt und sind dann zu uns gezogen. Und da haben sie eben den Aufruf sozusagen gelesen und kamen dann zu uns und haben wir den gezeigt und haben gemeint, oder zumindest meine Oma vor allem auch hat gemeint, bewirb dich da, es wäre doch eine total große Chance. Und genau, schlussendlich habe ich das dann gemacht und ich glaube, das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Und dann war am November dann 2021, war dann das Casting in Berlin in den Hansa Studios. Und genau, da hatte ich sozusagen die Chance, zu zeigen, wie ich singe und mich sozusagen mal vorzustellen, und habe dann schlussendlich das Casting gewonnen. Und genau, da ging sozusagen der Plattenvertrag dran und dann ging der Weg sozusagen danach weiter. War das dann jetzt ein Wettbewerb, der für die Öffentlichkeit war, oder war das jetzt nur ausgesuchte Jury von Plattenproduzenten und Komponisten und so weiter? Ja, also es war sozusagen, wie eine ausgewählte Jury, ja. Ja, sozusagen, also wo nur die Fachleute da waren, sozusagen. Genau, also es waren große Schlagerkünstler wie Ute Freudenberg und Bernhard Günther, was eine totale Ehre war, wirklich, das war total cool. Und Tobias Reitz war natürlich da und Alexander Dimitrov, genau, bei denen ich sozusagen auch dann unter Vertrag gekommen bin, bei Taxi 28. Und eben auch die Redakteurin von der Super Elo, die Katharina Schumer, genau, die dann auch da war und sozusagen mit entschieden haben und sich das alles so angeschaut haben. Sehr schön. Also da steht jetzt natürlich einer großen Karriere hoffentlich nichts im Weg und es geht so voran, wie es du dir wünschst. Jetzt muss man natürlich auch unterstreichen, du bist jetzt gerade mal, ja, laut meinen Infos 16 Jahre jung, also hast ja noch alles vor dir. Wie
kommt man mit dem Schlager eigentlich in Verbindung in deinem jungen Alter? Ich denke mal, deine Altersklasse, die hören doch da eher ein bisschen Pop und Rock, oder? Ja, also tatsächlich durch meine Familie, weil wir wirklich zu Hause jedes mögliche Genre hören. Und somit auch für mich ist es nicht so ein Lieblingsgenre gibt. Also ich meine, man kennt es, glaube ich, von jedem Geburtstag oder von jeder Feier, bei der man zusammensitzt, dass da immer Schlager läuft. Und tatsächlich auch bei uns zu Hause, also von Pudis bis auch Ben Zucker oder dann eben, wenn es mal was Englisches sein soll, dann irgendwas Englisches. Und somit bin ich mit allem groß geworden und somit fand ich das, also war es für mich nicht fremd, der Schlager. Und deswegen habe ich mich da auch gut drin, also total drin gesehen, weil ja, weil ich das eigentlich total schön fand. Sehr Genau. schön. Ja, also wenn man jetzt so dran denkt, glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr ging ja Mary Rose in Rente. Letztes Jahr hat auch hier Irene Scheer gesagt, ich trete kürzer und mache so langsam meine letzten Auftritte. Von daher gibt es wieder Platz für Neues und den kannst du dir hoffentlich in Kürze dann sozusagen erobern, wenn natürlich nicht auch die Fans und das Publikum hinter dir stehen, ne? Ja, das wäre natürlich, also das wäre ein Traum natürlich. Also den Wunsch hat, glaube ich, jeder Künstler, dass man beginnt und den Weg, den man geht, dass der ja, dass der gut endet und gut wird. Sehr schön. Ja, in Bayern, wo du ja zu Hause bist, Ja, das wäre natürlich. sind ja jetzt momentan noch Ferien. Wie ist es denn bei dir in der Schule? Wie gehen deine Klassenkameraden mit deinem Erfolg um? Haben die gestern oder beziehungsweise den letzten Sonntag dann auch zugeschaut? Ja, also ein paar Klassenkameraden haben tatsächlich zugeschaut und auch Lehrer. Also meine Schule, also wir waren glücklich darüber, dass die Schule da wirklich auch so offen war. Also auch meine Rektoren, die, wo ich wirklich merke, die wollen mich da auch unterstützen und auch von den Lehrern und von den Schülern kommt eigentlich viel Positives und ja, was für mich natürlich total schön ist, weil ich einfach weiß, dass wenn wirklich irgendwas ist, dass ich einfach ja, meine Lehrer oder auf meine Rektoren zukommen kann und dass wir da, dass ich da einfach immer die bekomme bei allem, was gerade passiert. Wunderbar. Wie geht's dann grundsätzlich weiter oder was sind deine Ziele, deine Pläne, wenn die Musik ja, jetzt Einzug halten sollte oder hast du noch einen Plan B, falls sie, man kann sich ja jetzt nicht immer darauf verlassen, dass das Künstlerleben so vorangeht. Was wird nach der Schule passieren? Genau, also ich mache erstmal mein Abitur. Ich bin jetzt in der 10. Klasse, das heißt, es sind noch ein paar Jahre. Und also prinzipiell, bevor ich zur Musik kam, war mein Weg eigentlich oder war mein Wunsch oder meine Vorstellung, zur Polizei zu gehen. Das wird so wahrscheinlich dann nicht funktionieren, wenn ich mit der Musik weitermachen darf. Aber trotzdem ist mein Plan zu studieren. In welche Richtung, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da schaue ich einfach, wie es dann nach dem Abitur aussieht, worin ich mich wohlfühle. Genau, aber prinzipiell ist der Plan, dann nach dem Abi auch studieren zu gehen. Ja, also da steht dann doch einiges noch im Raum und ich denke mal, da wirst du dich auch fürs Richtige dann entscheiden, so dass es mit Musik und mit dem allem im Einklang kommt. Das wäre, glaube ich, dein größter Wunsch, denke ich mal, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo kann man dich denn jetzt schon ein bisschen bewundern? Machst du auch schon Auftritte? Gibt es da schon Möglichkeiten, dich auch auf der Bühne zu sehen? Wie gesagt, dann gestern war immer wieder Sonntag, es war ja mein erster Fernsehauftritt. Und jetzt tatsächlich gibt es noch nicht offiziell Auftritte, in denen ich drin bin. Ich denke, es wird jetzt einfach auch viel drüber geredet und genau und aber ansonsten gibt es da noch nicht so viel zu sagen. Okay. Musikalisch irgendwie dann vorbelastet, deine Eltern, wie schaut's da aus? Sind die auch in musikalischer Art irgendwo unterwegs? Ja, also ich denke, zu der ganzen Musik bin ich eh wirklich hauptsächlich durch meine Familie gekommen. Wir haben früher, ob es beim Zähneputzen war oder im Auto oder wo auch immer, haben wir immer
gesungen und meine Mama zum Beispiel hat eine musikalische Früherziehung gemacht früher, wo ich dann auch immer mitgenommen wurde und mein Papa singt jetzt auch in der Band. Genau, und hat mich dann auch immer mal zu Auftritten mitgenommen. Zum Beispiel mein allererster Auftritt tatsächlich vor Publikum war in der Kirchengemeinde bei uns in der Nähe, das Ostermusical, wo mein Papa auch durch eine Band sozusagen mit reingekommen ist und mich dann mal mitgenommen hat. Und auch da dann wieder, dass die Künstler oder dass ich dann auch die Chormitglieder oder einfach die Gemeindemitglieder kennengelernt habe und die mich auch immer so ein bisschen mit an die Hand genommen haben. Und somit kam ich tatsächlich dann auch immer mehr in die Musik, so dass ich zum Beispiel dann von Bandkollegen von meinem Papa dann zu einer Hochzeit mal mitgenommen wurde, wo ich singen durfte, oder zu einer Taufe. Und genau, das hat sich also viel durch mein Umfeld und auch viel durch meine Familie, also die haben mir das vor allem ermöglicht, zu Musik zu gehen. Ja. Prima, prima. Eingangs haben wir auch schon erwähnt, dass ja ein Album ansteht und denke mal, so wie ich es auch schon dem Pressetext entnehmen konnte, sind die Abschlussarbeiten da so nahezu fertig. Jetzt an dich die Frage, wann wird es denn ungefähr erscheinen, beziehungsweise was für musikalische Titel, was kann man denn da erwarten? Ja, also es werden sozusagen jetzt noch die letzten Sachen fertiggestellt, also es ist noch nicht ganz fertig. Aber das Ziel zumindest, wie wir es uns vorstellen, ist, dass wir es auf jeden Fall diesen Sommer noch rausbringen, das Album. Also an sich zu der Frage, also was man erwarten kann, für mich persönlich total tolle Songs, mit denen ich total viel auch verbinde und auch die ich auf Familienmitglieder beziehe, die ich auf mich selber beziehe und ja, wo ich mich sehr, sehr freue, diese Musik dann auch zeigen zu dürfen, diese Lieder zeigen zu dürfen, weil sie mir wirklich auch viel bedeuten. Legst du da selber dann auch Hand mit an, also beim Texten oder bei der Musik? Fließt da von dir auch was mit rein? Also das Texte schreiben, oder beziehungsweise das Album geschrieben hat Tobias Reitz mit und sozusagen beim Arbeiten vom ganzen Album saßen da mehrere mit dran, ob es dann im Tonstudio war oder genau beim Fertigstellen der Songs. Genau, also haben wir viel zusammen am Album gearbeitet. Wäre für dich Textschreiben durchaus auch mal ein Thema, oder lässt du das dann doch lieber in Tobias Reitz? Also mein Papa schreibt auch Songs, so prinzipiell bin ich damit vertraut. Und ich probiere mich immer so ein bisschen selber. Ich glaube, es ist noch nicht wirklich so gut, dass ich sage, okay, das ist schon für die Öffentlichkeit gedacht, aber ich übe auf jeden Fall viel dran und versuche auch immer besser zu werden, meine Gefühle und meine Gedanken sozusagen in Songs zu fassen. Und ja, sammle oder beziehungsweise lerne jetzt, glaube ich, auch so von meinem Umfeld auch ein bisschen mit, um es vielleicht dann später genauso gut zu können. Ja, also ich denke mal, das braucht alles seine Zeit und entsprechend auch Übung, wie auch immer, genau. Und ich denke mal, der Tobias, der gibt dir da schon noch genügend Tipps, wie man was besser machen kann. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wirklich einer der besten Songschreiber ist Tobias Reis und ich kann, glaube ich, sehr viel von ihm. Sehr gut. Ja, Social Media, das müssen wir jetzt auch mal drauf zu sprechen kommen. Das ist ja bei den jungen Leuten, so wie deine Generation natürlich, gang und gäbe. Wo kann man dich denn überall antreffen, wenn man jetzt noch mehr viel über dich erfahren möchte? Ja, also ich habe Instagram und Facebook. Tatsächlich ist das gerade alles sehr neu für mich, weil ich bevor die Musik kam, gar kein Social Media hatte. Aber ich gebe mein Bestes und ich glaube, es wird auch immer besser. genau, heißt, ich bin gerade aktiv auf Instagram und auf Facebook und genau. Ja, also da gibt es dann einiges zu tun, wenn deine Fans dann noch mehr wissen möchten, sozusagen. Die sind dann richtig heiß drauf, genau. Gibt es schon Fanpost? Ja, also es gibt, also was heißt Fanpost, aber es gibt viele Autogrammwünsche, wo ich natürlich versuche,
eben auch dann sozusagen die Aufgabe zurückzuschicken und die Nachrichten zu beantworten. Das ja. Also was ich auch total schön finde, weil das einfach auch, wenn man dann Nachrichten bekommt, wo dann die Leute erzählen, was sie mit diesem Song verbinden, ich das immer total schön finde, weil natürlich hat man immer eine andere Sicht auf diesen Song und auch auf die, also wenn man natürlich andere Geschichten oder andere Situationen erlebt hat und wenn dann andere erzählen, was sie dann in ihrem Leben mit diesem Song verbinden, ich finde das immer total schön. Und ja, ich freue mich immer total, wenn mir jemand dann schreibt und sozusagen so ein tolles Feedback gibt. Ja, wunderbar. Doch, also da wünschen wir dir auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg. Und vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen, das wäre auch ganz schön. Ich meine jetzt Coburg, gut, ich bin zu Hause in Reutlingen, bist bestimmt dann vom Europapark gestern dran vorbeigefahren, mehr oder weniger, Stuttgart, die Ecke, ne? Genau, Ja. und von daher wird sich bestimmt mal was ergeben, bin ich mir sicher. Ne? Total gerne, total gerne. Alles klar. Dann sind wir alle gespannt auf den Sommer, was da noch passieren wird von der Luna Klee. Dann kann ich mich jetzt nur an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn das Album draußen ist, dann machen wir eine Fortsetzung. Das ist versprochen. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Bitte gerne. Dann wünsche ich dir erstmal eine schöne, ja, Frühsommerzeit. Der Spätsommer, der kommt ja erst noch. Genau. Und für dich alles Gute. Und den Zuschauern, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Tschüss.